Asche. Asche erfüllt die Luft und schwebt langsam zu Boden wie der graue Schnee eines dunklen Verhängnisses. Die Asche ist allgegenwärtig. Asche fällt auf die Dächer der Stadt. Asche überzieht die Straßen. Asche bedeckt die Leichen auf den Pflastersteinen mit unerschütterlicher Gleichgültigkeit. Asche hüllt Gareth in graue Schleier. Gareth, die glänzende, die prachtvolle, die stolze. Einst stand diese Stadt für alles, was gut und schön ist. Bis vor wenigen Stunden noch der machtvolle Schoß des größten Tempels von Aventurien und des Palastes der größten Herrscher des Kontinents. Liegt nun all das unter den Trümmern der fliegenden Festung begraben. Gareth, das ist am heutigen Tag Chaos, Angst, Schmerz und Tod. Der Westen der Stadt, wo die Großen und Reichen wohnten, ist unter einer einzigen großen Staubwolke verborgen. Donnerschläge lassen den Boden erzittern, wo sich Carlottas Vermächtnis wie ein grausamer Sporn in den Leib Sumus gegraben hat. In der Altstadt sind Brände ausgebrochen, wo Irrhalken auf die alten Fachwerkhäuser niedergingen. Viele Gebäude wurden von den Eisengeschossen der Karakilim zerstört, ganze Häuserzeilen erscheinen verschwunden. Das Mittelreich ist gefallen, Rohaya und Ema tot, die Rondra- und Praioskirche hatten schreckliche Verluste und die Stadt des Lichts ist untergegangen. Aus der gesamten Stadt könnt ihr das Schreien und das Wimmern, das klägliche Flehen hören, was euch begrüßt, während ihr landet. Und während ihr sacht in dem Kaiser-Raoul-Park aufsetzt mit der Flugmaschine von Leonardo, der einzige Ort, wo keine Trümmerteile auf dem Boden liegen, beginnen wir die Runde. Gras und Erde wird von den gewaltigen Kräften zur Seite geschoben, Holz knatscht, quietscht und bricht und dann kommt ihr zum Stehen. 29. Perreine, die Nacht der Asche. Ja, ich stürme als erstes auf Ömer zu und umarme den in einer großen Umarmung. Ömer, wir haben es geschafft! Verdammte Scheiße! Der Hurensohn ist tot. Der Hurensohn ist tot. Ja, sehr gut. Entschuldigung, das muss jetzt raus. Was machen wir jetzt? Alles brennt. Und wir sind noch am Leben. Soweit hatte ich gegebenermaßen nicht geplant. Ich auch nicht. Wir leben, verdammte Scheiße. Sogar alle. Ich fürchte, auf uns wartet noch eine Menge Arbeit. Es gilt, die Stadt zu säubern, aufzuräumen. Die Toten zu beerdigen. Wir müssen die Feuer endlich löschen, sonst brennt uns die ganze Stadt nieder. Immerhin konnten nicht alle Phasen des Magnum Opus ausgelöst werden. Das ist schon mal besser. Wie viele waren es denn? Könnt ihr das einschätzen? Nun ja, also die erste Phase, die Luft ist mit Sicherheit niedergegangen. Danach waren wir ja selbst in der Festung drinnen. Verdammter Bastard, seht euch an, was er mit unserer schönen Stadt gemacht hat. Wir sollten schauen, was der Rat der Helden, wo er ist, ob er tagt. Ob er noch am Leben ist. Wo tagt der Rat denn? In der alten Residenz? Ja, Mann, dort wird man sich versammeln. Wo sind wir? Verzeiht. Was ist der Rat der Helden? Sollte jetzt nicht eigentlich Orberat... Also... Wer herrscht denn Gareth? Mir wurde gesagt, dass Borbord Xamanot gepriesen sei sein Name. Ach so, das macht man hier. Macht man das hier? Nein. Mir wurde gesagt, dass er hier in einer Residenz haust. Ein riesiger Palast, schwarz. Es ist viel geschehen seitdem. Ihr müsst viel nachholen. Aber jetzt ist dafür keine Zeit. Borbrot ist besiegt worden. Brecht solche Dinge vielleicht nicht zu laut aus. Es könnte einige Leute geben, die auf eurer Situation weniger nachsichtig sind als wir. Borbrot wurde besiegt? Wann? Borbrot? Vor 10 Jahren. Etwas weniger, denke ich. Siehst, genau, kann ich es auch nicht mal sagen. Du siehst, wie die Hände von Leonardo anfangen zu zittern. Der alte graue Mann, du kannst ihn dir nochmal betrachten. Während ihr da immer noch auf seinem Flugschiff steht, die riesige Schneise, die ihr auch mit dieser Diefas-Mantel dann in die Erde gegraben habt, seid ihr, wie gesagt, im Kaiser-Raoul-Park gelandet.
Und während er jetzt langsam heruntersteigt, die Planken runterlässt, damit er dann runter in den Park gehen kann, du siehst ihn mit seinem Umhang, mit dem speichigen Rad darauf, geht er ja mit Tränen in den Augen zu einem der Brunnen. Überall um euch herum könnt ihr sehen, wie Leichen liegen von zerrissenen Milizen, von Stadtwächtern, von irgendwelchen Märtyrern, die jetzt hier im Namen der Acht den Kampf aufgenommen haben. Und er schreitet zwischen den Leichen vorbei zu einem der Brunnen, die hier aufgebaut worden sind, komplett zerstört, und sinkt dort vor dem Brunnen nieder, legt seine Hand auf die Trümmerteile und fängt bitterlich an zu weinen. Ich gehe zu ihm. Na. Es ist nicht alles so schlimm, wie es aussieht. Es sieht im Moment katastrophal aus, aber ich hoffe, Garrett lässt sich wieder aufbauen. Er hebt eine von diesen Drehrädern, die man dann benutzt, um verschiedene Eimer dann nach oben zu ziehen, hebt da auf, hebt sie in die Hand und hält sie dir hin, damit du es sehen kannst, damit du diese Mechanik dann begreifen kannst. Hält sie dir hin, er sieht einfach alt aus. Seine Augen sind rot, feucht von den Tränen. Hält sie dir hin, als ob er nicht begreift, dass hier Menschen gestorben sind und dieser Brunnen ist zerstört. Dieser Brunnen kann wieder aufgebaut werden. Ihr könnt aber helfen. Versteht ihr das? Ja. Euch ist eine neue Chance gegeben. Ja. Und kommt. Ich heb ihn vorsichtig hoch. Kommt. Wir haben etwas zu tun. Magister Isarun. Ja. Was denkt ihr, machen wir mit dem Mann? Ich denke, er wäre in einem Tempel am besten aufgehoben, wo man sich um seine Seele kümmern kann. Immerhin muss er Schreckliches erlebt haben in den letzten Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob er einen Tempel betreten kann, ohne in Flammen aufzugehen. Das könnte natürlich ein Problem sein. In diesem Fall sollten wir ihn aber nicht unbeaufsichtigt lassen. Noch viel weniger. Ich denke, wir nehmen ihn mit und der Rat wird nun Rat wissen. Das ist keine schlechte Idee. Oh nein. Dann mal auf. Ich denke, da lang geht es. Ja, da hinten lang. Nehmt ihn in die Mitte, haltet ein Auge nach hinten und eins in den Himmel offen. Es könnten sich wohl noch an den Quangalottas Kreaturen herumtreiben. Ich brauche auf alle Fälle eine Orientierungsprobe von euch. Und daneben auch die Entscheidung, wer anführt, denn eine Orientierungsprobe wird den Ausschlag geben. Ist die dann verdeckt, oder? Hilft hier eine Kompass? Innerer Kompass mit einer plus 7 hilft natürlich, klar. Nice. Ich möchte eine Orientierungsprobe haben. Alle anderen dürfen nicht würfeln. Ja, okay. Würde ich mich anbieten. Mach mal. Wenn ihr schon wollt, dann... Ich denke, wir müssen dort hinten lang, aber ich war das nicht. Ja, hinter dem brennenden Gebäude, also dem linken, nicht dem rechten, da müssen wir lang. Rafim deutet, ja, die Straßenzüge sind nicht mehr wirklich zu erkennen. Wie gesagt, nur noch der Kaiser-Raul-Park mit dem verbrannten, matschigen und auch öligem Gras unter euch. Auch den Fluss könnt ihr nicht mehr erkennen, der ist verdampft. Das kleine Flüsschen, was hier irgendwie eigentlich von dem Effort-Tempel abzweigen sollte, aber auch den könnt ihr nicht mehr erkennen. Die Luft ist Asche und Rauch geschwängert, alles ist finster. Immer noch ist die Sonne nicht ganz aufgegangen und während Rafim dann auf einem der Trümmerhaufen zugeht, war das der Praios-Tempel? Ihr könnt dann an einer riesigen, zerstörten, zerbrochenen Glocke vorbeigehen und ja, jetzt heißt es klettern. Oder dass hier einen geraden Weg gibt es nicht mehr. Ihr werdet jetzt, wie gesagt, über die Trümmerteile hinübersteigen müssen. Der Weg ist erschwert. Lass mich mal vorgehen, ich kann gucken, wo wir am besten alle herkommen. Ja, sei vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass hier nur einige Teile, Metallteile vor allen Dingen äußerst heiß noch sind. Du siehst ja die ganzen Brände. Und so lebt immer voran. Klettert hier hoch, klettert dort hoch und... schaut dann immer, dass er irgendwo ein Seil befestigt bekommt, um den anderen zu helfen.
Ab und zu riecht Schutt nach unten, kannst du dich wieder abspringen und dann an einem der verschiedenen Metallteile festhalten, die dann noch rauswuchern, ragen. Du siehst dann auch noch, wie einige Rankwurzeln nach dir greifen, Daimonit verseucht von Agrimod, und kannst ihn dann ausweichen, weiter rüberspringen und erreichst dann einen dieser Berge. Du siehst, ja, jetzt etwas erhöht, ungefähr 2-3 Meter in der Höhe, ja, nur noch mehr Chaos, nur noch mehr Zerstörung. Auch die alte Residenz, die irgendwo vor dir liegen muss, ist verheert. Die Mauer nach innen gebrochen, nach außen gebrochen. Ein riesiges Trümmerteil, was auf der alten Residenz liegt. Und ja, du siehst, wie der Park, der dann zu der Residenz gehört, ebenso verheert ist. Allerdings werden dort wohl gerade ein paar Zelte aufgebaut. Siehst du was? Ja, ja, kommt hier hoch, hier hoch, hier, von hier aus kann man erkennen, dass hier Zelte aufgebaut werden, da, also ein paar Meter, paar Schritte weit weg noch, aber hier sind auf jeden Fall Leute. Hier wird anscheinend ein Notlager oder sowas eingerichtet. Kann der Mann noch klettern, Jalan? Blick mal den alten, gebrechlichen Mann an. Ich denke nicht. Ich bin nicht sicher, ob wir alle klettern können. Könnt ihr euch noch festhalten? Ich schau mal Leonardo an. Lasst mich hier, ich kann den Brunnen wieder aufbauen. Alles zu seiner Zeit. Oder wollt ihr den Brunnen etwa ohne Werkzeug aufbauen? Brauche Werkzeug. Wir sollten ihn nicht hier lassen. Wir müssen ihn mitnehmen. Wir müssen ihn stützen. Dann können wir ihn... Abelmir, geh du nach links und ich rechts. Und dann Rafim klettert vor. Und dann heben wir ein wenig an und Rafim nimmt ihn dann von oben an. Ja, Rafim, wenn du hier hochkommst, ich würde mir noch zutrauen, nochmal runter zu klettern eben schnell und dem Mann das Seil umzubinden, dass wir noch eine Sicherung haben. Das ist eine gute Idee. Machen wir so. Normale Kletterprobe, oder... Ja, würfel einfach mal eine Kletternprobe. Schauen wir mal, was passiert. Ja, während Ömer dann den anderen hinunterguckt und ganz auf der anderen Seite dieser Trümmerteile erkennen, wie da wohl ja verschiedene Bürger umherirren, allesamt vom Staub verkrustet, schwarz verweint, ein altes Weib, was dann an dir vorbeiläuft, schluchzend verwirrt. Du siehst, wie sie es einfach nicht begreift. Wie einfach ihr Geist gebrochen ist und sie leer dann umherirrt, während dann von der anderen Seite 2-3 Kinder zu dem Schutthaufen laufen, an dem du gerade stehst, und da dann sich wieder umdrehen und wohl irgendwen rufen: Fatih, Fatih, wir haben ihn gefunden! Wir haben ihn gefunden, hier liegt er! Kommt ein weiterer Mann angelaufen und hat wohl ebenso Tränen in den Augen. Gebrochenen Arm, der lose herunterhängt, hat er wohl selber noch gar nicht begriffen. Und dann spürst du wohl die riesigen Schritte von Rafim, der dann ebenso rauftritt. Einige Wurzeln, die ebenso nach ihm greifen, der tritt sie einfach beiseite, wie sie da zuckend wie Tentakel nach ihm winden. Ach du Scheiße, es sieht ja noch viel schlimmer aus, als ich dachte. Ja, die Menschen brauchen jetzt, glaube ich, etwas, woran sie glauben können. Viele von ihnen geistern hier rum wie fast schon sprichwörtlich Geister. Wie nach einer Schlacht. Wie die Milizen. Ja, ja. Ich glaube, so etwas sind sie nicht gewöhnt. Komm, bring den alten Mann hier hoch, damit wir endlich... Ja, ich weiß nicht, ob man hier noch was retten kann, aber wir müssen es probieren. Ömer liegt jetzt so und klettert 2-3 Schritte runter, nur um den Rest runterzuspringen, die letzten 3-4 Meter. Und neben dem Mann aufzukommen. Ja, du siehst wohl, wie die Kinder gerade eine der Hände erkannt haben. Eine alte, faltige Hand. Und ja, wenn du da so ein bisschen genauer hinguckst, kannst du wohl auch sehen, dass da ein Mann unter den Trümmern liegt. Sehr alt, so um die 60, ist höchstwahrscheinlich ihr Opa. Zumindest von den Gesichtszügen könntest du das erkennen. Blutiger Zausebart, der dann aus den Trümmernteilen herausguckt und natürlich eingeklemmt unter einem riesigen, großen Holzbalken. Warte, wir müssen ihn rausholen. Holt den Mann hier hoch. Ich drehe mich jetzt erstmal mit meinem Rücken dahin und versuche das erstmal zu ignorieren, solange wir den Mann noch hier hochbringen kommen müssen.
Das war ihm dann auch. Oh ja, natürlich. Gut, ihr müsst dort hinauf. Also wir alle müssen dort hinauf. Bindet ihm erst das Seil um! Ja, Abelmir greift, oder versucht dann so ein bisschen zu helfen, greift dann nach einem der Metallteile und du spürst wohl viel zu spät, dass deine Hand sich in das Metall hineinbrennt oder andersrum und du spürst einen versengenden Schmerz. Viel zu spät, du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Verdammt! Spürst du noch, wenn du deine Hand zurückziehst, wie sich dein Fleisch wohl an das Metall angebrannt hat, deine Haut eben zerstört an der Stelle. Erinnert dich so ein bisschen an den Ignisfero. Verdammt. Ich reiß mich wieder los von dem Metall. Alles okay? Fast bloß nicht dieses verdammte Metall an. Ja, Land, wie hoch ist deine Magieresistenz? Meine Magieresistenz liegt bei 6 Punkten. 6 Punkte, dann würfel mal bitte einen Selbstbeherrschungsprobe. Das sieht gelungen aus. Maximal 10. Du spürst einen inneren Drang, unter diese Trümmerteile zu schauen. Irgendetwas zieht dort wohl. Ein inneres Licht, möchtest du meinen? Licht? Ich schau mal. Ich knie mich ein wenig ab, schau mal, ob ich irgendwas sehen kann. Sind auf alle Fälle dann die Trümmerteile von dieser Noralexakrale, die da runtergebrochen sind. Ja, wie gesagt, du siehst die große Glocke mit dem, ja, mit dem Zeichen des heiligen Herrn Praios, die Sonnenscheibe darauf. Du siehst einige zerbrochene Statuen vom Ukuri. Federn. Moment, stehen wir im Tempel? Helf mir mal, Raffin, seid ihr noch unten? Was? Holt ihr jetzt mal den Mann hier hoch? Was macht ihr da? Ja, gleich. Gebt mir nur einen Moment. Ich schau mal, ob ich irgendwie die Quelle der Federn ausfindig machen kann. Wie irgendwo. Kurios. Wartet, ich nehme mir mal den ersten Brocken, schieb den mal an die Seite, schau mal, ob ich irgendwie vorwärts komme. Würfel mal eine Baukunstprobe. ich glaube, das habe ich nicht. Alternativ, ich meine, wir würfeln das so auf Maurer. Und ich hab's trotzdem nicht. Maurer, ja, dann nicht. Mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe plus 7, weil du auf ein Attribut ableitest. Laden wir uns mal. Das ist überraschenderweise geschafft. Ja, du versuchst an einer Stelle zu ziehen, bekommst da den Balken frei. Der große Haufen mit Raphim und Ömer darauf gibt ein bisschen nach. Die können dann allerdings auch ein bisschen zur Seite springen, während dann Trümmerteile nachrutschen. Und ja, du siehst dann, wie der Greif freigegeben wird. Ein Greif, der hier liegt, das muss Oberan sein. Seht euch das an. Oh Gott. Knie mich vor dem Greifen auf beide Knie. Dann betrachte ihn einen Moment lang. Regt er sich oder scheint er mich zur Kenntnis zu nehmen? Die Stimme des Greifen Oberan klingt matt und erschöpft. Er kann seinen Rücken nicht mehr anheben. Die Flügel zucken nur noch schwach. Blut quillt dick aus einer Brustwunde. Eines habe ich gelernt, als ich erneut das Licht Alderaan schauen durfte. Es ist nicht mehr meine Heimat. Ich habe mich schon vor Jahrtausenden entschieden, zu den Sterblichen zu gehören. Und als solcher werde ich mein Leben beenden. Ihr habt so vieles, was wir als Götter wurden, schon seit Äonen vergessen haben. Nehmt meine letzte Kraft, kämpft um das anbrechende 12. Zeitalter, dem mir gehört. Ob es aber auch euch gehört, müsst ihr noch beweisen. In pulsierenden Schüben rinnt sein Leben durch eure Hände und erfüllt euch mit Kraft und Zuversicht, während sein klarer, fester Blick die euren hält. Dann brechen seine Augen. Oberan ist tot. Und löst sich in Licht auf. Greife noch reflexmäßig nach dem Verschwinden greifen. Nein, bleib! Er ist. Fluchte. Habt ihr. Warum? Wir waren doch schon siegreich. War das nötig? Ich
Hör auf, da sind die Sachen rauszuziehen. Ich stehe da oben drauf, verdammt. Bin fast runtergefallen. Was machst du da? Ich passe ein wenig herum. Hafim, hast du das nicht gehört? Diese komische Stimme? Ach, das. Die war echt? Ich dachte, ich bilde mir schon Dinge ein. Scheint, als hätte Arios seinen Boten gesandt, den uns nun wieder genommen. Aber was soll Zeitalter bedeuten? Was bedeutet das? Es ist eine Theorie, dass die Geschichte in verschiedene Zeitalter eingeteilt ist. Ich denke allerdings nicht, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, um das zu diskutieren. Wir sollten den Mechanikus in die alte Residenz bringen. Und was ist da hinten los beim Schutt? Da sind doch Menschen. Wir haben keine Zeit für sie. Das sind Menschen, die versuchen, ihren Vater oder sowas aus den Trümmern zu bergen. Ja, lebt er denn noch? Könnt ihr das erkennen? Wartet mal, ich komme rüber. Erstmal müssen wir Leonardo hier hochbekommen und dann sozusagen alle unsere Residenz. Ja, Isorun zieht sich ebenso nach oben, hat dann eine Stelle erwischt, die wohl etwas kälter ist. Und während du dann ja nach oben blickst und dich ziehst, hast du immer fast erreicht, da merkst du wohl, wie eine der Wucherwurzeln sich durch deinen Leib schiebt. Viel zu spät kannst du erkennen, wie sie dann aus deinem Bauch rausschaut, einmal rein, auf der anderen Seite wieder raus und dich jetzt an die Trümmerteile heranzieht. 2-6 Schadenspunkte. Unangenehm an den Trümmerberg gedrückt. Isarun! Ah, wo kommt das denn her? Mach das weg! Hack das ab! Wartet! Kommst du ran, Ömer? Ich kann's von hier oben schlecht erreichen! Wird sie vielleicht treffen? Ja, Moment, ich kletter mal kurz dahin und ich komme, Isarun, ich versuche zu helfen. Ich will kein. Ömer klettert vorsichtig dahin, begibt sich in eine Position. Zieht den Säbel. Soll ich es wirklich abschlagen? Nein, wartet. Ich will das Infernus probieren. Was macht das ab? Das tut weh. Verhaltet euch ruhig. Immer etwas hin und her gerissen, schaut jetzt aber Abel mir an. Nickt ihm zu. Tut es, ansonsten muss ich zuschlagen. Es könnte etwas länger dauern, aber es ist... Nun ja, gefährlich. Versucht es. Schlag was zu. Auch immer ihr macht, macht das schnell. Dort, schlag dorthin. Deutet mal auf diese Anfang dieser Wurzel, auch am Rücken. Okay. Und immer schlägt zu mit seinem Reitersäbel. Ja, es knackt einmal. Du hörst, wie Holz unter dir nachgibt, bricht. Und du schlägst und schlägst. Du siehst wohl, wie dann auch Blut aus diesen Wurzeln rausrankt. Mach mal wieder Schaden. Sieben SP, oder darfst du die Rüstung gerne abziehen, ich bin mal so gütig, aber ansonsten 7 TP für Isarun am Bauch und dann fällt sie nach unten. Weiteres Blut, was aus der Wucherwurzel rausrankt und sie zieht sich zurück. Scheiße! Immer schaut nach hinterher und sagt aber nichts, ihm geistern die Worte durch den Kopf, du musst auf den Füßen landen, aber... Er schweigt und schaut nur mit offenem Mund hinterher. Lebt ja, sie noch? Gerade so. Ihr scheint. Isarun benutzt ihren Magierstab als Stütze, um irgendwie von diesem Trümmerberg runterzukommen. Auf ihm, du stehst immer noch oben auf dem Berg, kannst dich noch einmal jetzt durch ein Klingeln einer Glocke umdrehen in die Richtung, in die Ömer eben auch die Residenz ausgemacht hat und du siehst, wie da wohl gerade ein Sonnenlegionär entlang geht. Auf der einen Seite sein Schild schleppt er wohl noch, auf der anderen Seite in der Hand ein kleines Klingglöckchen, was er jetzt schlägt
und ruft da dann mit verbrannter Haut, mit versenkten Stellen, überall ist er verbrannt. Du siehst auch, wie ihm so ein bisschen die Haut runterhängt an verschiedenen Stellen. Ruft da, das Ende ist nah, kling, kling. Die Zwölfe haben den Schutz aufgegeben. Die Zeit der Dämonen ist angebrochen. Gareth ist verloren. Kling, kling, ja, zieht er weiter. Schlag diesen Verräter nieder. Was? Entschuldigt mich und ich springe von dem Haufen in Richtung dieses Mannes. Ja, dann rutschst du auf der anderen Seite runter. Damit bist du aus der Sicht der anderen und kannst dann ja auf den ehemals großen Marktplatz sehen. Siehst hier verbrannte Bäume, die mit gelben Blättern dann noch hängen. Und ja, der Sonnenlegionär geht da gerade, sieht auch eine große Blutpfütze hinter sich her, die da wohl irgendwie was verliert. Ja, während ich auf ihn zugehe, lege ich meinen Schlagring an und dann schlage ich ihm erstmal volle Kanüle ins Gesicht. Das ist die Gnade, Kurs, du Hurensohn! Ja, während du auf ihm sitzt und ihm dann in das Gesicht schlägst, seine Wange platzt auf, seine Knochen brechen, fängt er an zu lachen wie wahnsinnig und dann verliert er irgendwann das Bewusstsein. Will noch einer uns verraten. Derweil auf der anderen Seite der Trümmerberge. Ich sammle dann, nachdem er mich aus den Gedanken gerissen hat, eine der herumliegenden Federn auf und krieche wieder aus dem Tempel heraus. Und wir müssen wohl. Wartet kurz, ich reiche mein Messer. Könnt ihr da hinten mal aufschneiden? Den Riemen, nicht meinen Rücken, bitte. Sieht sicher. Der schnippelt dann rum. Ja, dann schneide ich erstmal mit Dabelmäßig Hilfe die Plattenteile von meiner Rüstung ab. Ich habe hier keine Verwendung mehr und lasse die hier liegen. Und gut, also, wo ist Raphim hin? Der ist dort vorne. Isarun ist verwundet. Bei Gisra geht es euch gut. Gut ist anders. Aber ich lebe. Keine Sorge, bald sind wir an der Residenz, hoffe ich. Und dann, Ömer, du bist nach oben, ja? Ömer? Ja, ich bin noch hier oben. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Raffi musste gerade einen Ketzer zum Schweigen bringen. Da drüben bist du. Hast du das Seil? Ja, ich hab das Seil. Und gut, dann haltet euch fest, Leonardo. Es könnte etwas unbequem werden. Und dann kriegt er das Seil umgelegt und zusammen mit Ömers Hilfe versuchen wir ihn dann diese Wand hochzubuxieren. Raphim, komm mal wieder zurück hier, du musst jetzt den Mann hochziehen. Ja, Raphim tritt noch einmal auf den Hals von dem Verräter. Ja, du hast recht, Entschuldigung. Knackt Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, ich kletter wieder den Berg hoch. Naja, dann gib uns mal eine Kletternprobe. Sehen wir uns das einmal an. Mit Ömers Hilfe kannst du zumindest dann Leonardo da irgendwie hochbekommen. Aber du selbst musst natürlich selber noch. Und merkst dann auch, dass sich wohl ein paar Flammenlänzchen aus den Trümmerteilen nach oben bewegen und dann an deinem Fuß nach oben klettern, krabbeln und dir deine Stiefel dann eben versengen. 1W6 Schadenspunkte und du bist oben. Und die schwarzen Flammen austreten und zufrieden nach unten blicken. Au, au! Ah, verrucht! Ich ziehe den Stiefel raus und werf ihn hinab. Au! Diese Trümmerteile sind echt gefährlich. Ich meine, Isarun sind noch unten. Wir stehen doch auf einem Tempel! Was ist denn hier los? Ich glaube, dass diese Teile alles zerstören, wenn wir mit denen in Berührung kommen. Ich ziehe mich jedenfalls an diesem Seil hoch, hoffentlich dann, die runtergelassen wurde. Ja, komm, Seil wieder runter! Natürlich wird das Seil wieder runtergelassen, damit ihr sozusagen ein bisschen Kletterhilfe habt. Dann kletter ich an dem Seil mehr oder weniger geschickt hoch. Jetzt ihr, Isarun! Na gut, aber gut festhalten.